Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Mein Berlin. Frank Henkel im Gespräch mit meinem Gast heute, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Lieber Spahn, ein paar biografische Anmerkungen, damit unsere Zuschauer auch wissen, mit wem sie es in der Tat zu tun haben. Mein heutiger Gast ist Bundesgesundheitsminister seit einem Jahr. Er ist 1980 in Ahaus-Ottenstein geboren, er ist deutscher Politiker, er ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Er wuchs zusammen mit zwei jüngeren Geschwistern auf im Norden des Westmünsterlandes, machte 1999 sein Abitur, studierte dann und schloss mit zwei akademischen Abschlüssen ab. Und eine Ausbildung zum Bankkaufmann war noch. Eine Ausbildung zum Bankkaufmann, hat er gesagt. Ist mir wichtig. Ja. Das ist wichtig, ja. Ich habe ähnlichen Weg gemacht, insofern stimmt es. Sie sind seit 2013 mit Ihrem Freund liiert und seit 2017 sind Sie mit Ihrem Partner verheiratet. Sie sind römisch-katholisch. Habe ich sonst noch etwas vergessen? Ich glaube, da war das Wesentliche dabei. Ich sage immer, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, so 3.500 Einwohner, ist exakt 1.000-mal kleiner als Berlin oder Berlin 1.000-mal größer. Insofern mag ich diesen Wechsel sehr. Das ist ein wunderbares Gleichnis. Lieber Jens Spahn, die Sendung heißt Mein Berlin. Die Berliner sind großzügig, wenn es darum geht, zu sagen, Mensch, du bist auch ein Berliner. Sie sind jetzt ja lange in der Stadt, insofern sind Sie im Grunde auch ein Berliner. Nicht geboren wie ich und nicht mit Spreewasser getauft wie ich, aber dennoch, Sie kennen die Stadt und ich glaube, Sie mögen die Stadt auch. Das merkt man aus Gesprächen mit Ihnen und deshalb will ich mit Ihnen das machen, was ich mit meinen Gästen immer mache, so ein kleines Ergänzungsspiel. Mal sehen, wie Sie zu Berlin alles in allem stehen. Berlin ist für mich ein Stück zweite Heimat geworden. Das Münsterland ist meine Heimat, aber Berlin seit jetzt auch bald 17 Jahren auch. Der schönste Ort in der Stadt ist? Der schönste Ort in der Stadt. Erstmal unsere gemeinsame schöne Altbauwohnung in Schöneberg. Das ist so richtig altes Berlin, da bin ich gern. So schön mit Stuck und Schiebetüren. Stuck, und dann haben wir echt Glück gehabt, dass wir die gefunden haben. Dass es noch erlaubt ist. Auch das wird man heute auch so gar nicht mehr bauen wahrscheinlich. Und das genieße ich sehr. Und das Zweite ist schon auch noch das Reichstagsgebäude, weil es immer wieder, wenn ich davor stehe oder auch wenn ich mich drinstehe, das auf mich wirken lässt, dann ist das auch mit viel Demut verbunden, ob dieser besonderen Aufgabe und der Geschichte der Stadt. Also es ist ein Stück zu Hause. Aber vor allem auch da, wo ich arbeite, politisch. Das ist eine wunderbare Klammer. Die Menschen hier sind so direkt, wie man oft auch sagt, mit Schnauze, aber im positiven Sinne, im charmanten Sinne. Jetzt ist ja auch die Wahrheit, so Ur-Berliner wie Sie, also hier geboren, den begegnest du ja nicht so richtig häufig, sondern viele sind ja irgendwann im Laufe ihres Lebens auch nach Berlin gekommen. Aber der Westfale in mir mag das eigentlich, also direkt, nicht zu viele Worte, manchmal ein bisschen schnodderig, aber eigentlich im Kern herzlich. Das hört sich gut an. Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, ich befinde mich langsam als Berliner, als Ur-Berliner in der Minderheit. Aber das macht nichts, wir verstehen uns ja gut und ich freue mich über die Entwicklung der Stadt. Ja, manche passen sich ja auch, wir sind zum Taxifahrer, schnell an die Berliner Art an. Ne? Auch das, ja. So, Sie arbeiten sehr viel und haben im Grunde ja wenig Zeit für das Berliner Nachtleben. Aber Berlin bei Nacht bedeutet für mich? Sagen wir so, es ist zumindest deutlich mehr los, als bei mir daheim im Dorf bei Nacht los ist. Da wird tatsächlich der Bürgersteig hochgeklappt, wie man sagt. Also Berlin bei Nacht ist oft auch lebendig. Ich wünsche Berlin alles, alles Gute. Ich wünsche Berlin vor allem, dass endlich dieser Flughafen fertig wird, dass dieser Spott dann auch aufhören kann. Ich bin zufällig am Samstag im Anflug aus München wirklich an diesem BER nochmal vorbeigeflogen und dieses Gebäude da zu sehen, das tut ja irgendwie weh, ohne dass es genutzt ist. Und ich wünsche Berlin und den Berlinern und vielleicht auch ein Stück mehr als Fehlflieger, dass dieser Flughafen endlich fertig wird. Vielen Dank. Diesen Wunsch kann man sich ja auch im Interesse der Berlinerinnen und Berliner nur vollumfänglich anschließen. Jens Spahn, Politik ist Ihre Leidenschaft. Sie machen gerne Politik, das spürt man im Grunde in jeder Faser, der sich bewegt. Wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen? Das war im Grunde über die katholische Jugendverbandsarbeit. Ich habe mal so, KJG ist ein kleiner Verband, BDKJ, da ging es erstmal um Sommerlager, Sauerland, Schützenhalle, 2 Wochen auf der Luftmatratze geschlafen und aus dieser Jugendfreizeit wurde ein politisches Engagement, wo es erstmal um unsere Interessen ging und
darüber bin ich in Kontakt gekommen, damals mit Leuten aus der Jungen Union. Und wie das so ist, mit Freunden zusammen, schaust du mal rein und dann wurde es zum Hobby. Und ich sage mal, mein Bruder ist jeden zweiten Abend zum Fußball gegangen, der wollte Kreisliga spielen, erste bei uns vor Ort. Und ich bin halt jeden zweiten Abend zur Jungen Union gegangen. Wir hatten jeweils unser Hobby. Er musste aber weniger oft erklären, warum er jetzt gerade dieses Hobby hatte. Und warum die Junge Union und nicht etwa die Jusos? Oder die jungen Liberalen, um noch andere zu nennen? Also ich könnte jetzt sagen, oft viele sagen ja dann, sie hätten das Programm gelesen und sich dann entschieden. Das halte ich meistens für Quatsch. Ich glaube, man hat so ein Bauchgefühl dafür, wo man gut hinpasst und wo nicht. Und ich habe es einfach getestet. Und die Wahrheit ist, ich bin auch sehr, sehr, wir sind insgesamt nicht nur ich allein, zusammen in der CDU sehr positiv aufgenommen worden, vor Ort in Aarhus. Und wenn du, sag mal, positiv empfangen wirst, wenn du Gestaltungsmöglichkeiten, Mitentscheidungsmöglichkeiten bekommst, ging damals um zum Beispiel ein offenes Jugendcafé, um Freitagsnachtbus, das ist auf dem Land ein ziemlich großes Thema gewesen damals, dass wir nachts auch mal weg können, da und zurück, über solche Themen und du merkst, du kannst was bewegen, im ganz Konkreten, dann bleibst du halt dabei. Und so bin ich eigentlich da reingekommen und habe erst im Nachhinein dann auch inhaltlich viel besser nachvollzogen können, warum das Gefühl richtig war, dass ich eben in der CDU gelandet bin. Und gab es zunächst kommunalpolitische Erfahrungen oder war es dann sofort der Landtag, der Bundestag? Wo führte der Weg zunächst erstmal hin? Ich habe im Stadtrat tatsächlich angefangen, 1999, bei mir daheim in der Heimatstadt, in einer hochpolitisierten Zeit, das muss ich noch dazu sagen. Aarhus ist wie Gorleben ein Standort für ein Zwischenlager, Kernbrennelemente. Das war ja damals, ohne dass der Ausstiegsbeschluss schon da war, sehr umstritten. 1998 hat die Umweltministerin Angela Merkel einen Castortransport nach Aarhus genehmigt, der zum ersten Mal auch zu einer Spaltung der Stadt geführt hat. Also es ging wirklich quer durch die Stadt, durch Kirchengemeinden, durch Familien, durch die Frage, wie hältst du es mit der Kernenergie? Und ich war bei denjenigen, die sich dagegen gewehrt haben, dass in der Schule sozusagen immer schon gesagt, so wie dieser Tage manchmal, soll man mal demonstrieren gehen dagegen. Ja. Und wir haben gesagt, nee, das entscheiden wir schon selbst erstmal, ob wir dagegen sind oder nicht und vor allem, ob wir demonstrieren gehen oder nicht. Und dadurch ist nochmal so ein sehr politisierender Schub gekommen. Das ist ja nochmal ein schöner Übergang, eine schöne Vorlage, die Sie mir jetzt gegeben haben. Wie beurteilen Sie eigentlich diese Freitagsdemonstration der Schülerinnen und Schüler? Also ich finde es erstmal gut, war ja selbst so einer, ein Schüler, der sich politisch engagiert, dass da politisches Interesse, Engagement ist. Ich finde aber auch, es wäre vielleicht noch ein Stück glaubwürdiger, die Proteste, wenn sie nicht während der Schulzeit stattfänden, sondern eben auch ja, am Freitagnachmittag oder am Wochenende oder wann auch immer. Ich meine, es haben Hunderttausende und schaffen Hunderttausende jeden Tag in Deutschland, sich politisch zu engagieren in Jugendverbänden, in Jugendorganisationen, in Parteien, meinetwegen auch bei Greenpeace oder dem BDKJ und zur Schule zu gehen. Also es muss kein Gegensatz sein, politisches Engagement und zur Schule gehen. Also ich freue mich über das Engagement, aber ich fände es gut, wenn es parallel zur Schule stattfindet. Sie sind dann irgendwann in den Deutschen Bundestag eingezogen. Wie lange sind Sie jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages? Auch schon gute 16 Jahre. 2002 im September zum ersten Mal hier in Berlin. Also es war nicht das erste Mal Berlin. Mein allererstes Mal Berlin war übrigens zur Love Parade. Ja. Irgendwann so, ich weiß gar nicht, 97 glaube ich war das. Da kam der Junge aus dem Dorf zum ersten Mal in die große Stadt und dann gleich dieses Ereignis. Und da war er wirklich, ich weiß das noch, unter den Linden und 17. Juni vor allem, da war ja ganz Berlin irgendwie unterwegs. Das war schon was Besonderes damals. Und dann eben 2002 dann als Abgeordneter wieder in Berlin dann in offizieller Funktion. Und die Zeit ist echt schnell vergangen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt so sage, 16 Jahre, dann merke ich erstmal, wie schnell das dann ging. Und ich war damals mit 22 der Jüngste dann eine ganze Zeit lang. Ja, Sie sind ja immer noch der Jüngste, Sie sind ja der Benjamin im Merkel-Kabinett, wenn ich mich recht erinnere. Wie sind Sie sozusagen fachthematisch dann auf das Thema Gesundheit gekommen? War das von Anfang an klar oder gab es zwischendurch mal den einen oder anderen Ausreißer in ein anderes politisches Feld? Es war wie bei vielen, die im Bundestag neu anfangen. Ich wollte natürlich erstmal in den Wirtschaftsausschuss oder Auswärtiger Ausschuss, Haushaltsausschuss, also die vermeintlich wichtigen Ausschüsse. Die waren aber alle besetzt. Und dann hat es damals geheißen, willst du nicht mal gucken, Rente, Gesundheit, ob das was für dich wäre. Und dann habe ich mir gedacht, Rentenpolitik.
Politik, das könnte mein großes Thema sein. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, Gesundheitspolitik ist viel spannender. Warum? 5,5 Millionen Menschen arbeiten im Gesundheitswesen jeden Tag. Ist mit Abstand die größte Branche, was Arbeitsmarktzahlen angeht. Das ist ein Thema, wo es um Innovation geht, neue Medikamente, Medizinprodukte, Digitalisierung. Ein Thema, wo es um ethische Fragen geht, Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik, 219a spüren wir ja auch dieser Tage. Also ich habe so gemerkt, das Thema ist viel, viel, viel spannender und viel, viel, vielschichtiger. Wichtiger, als es Rentenpolitik ist. Und dann bin ich irgendwie bei der Gesundheitspolitik dabei geblieben. Jetzt auch schon 16 Jahre mit Unterbrechung, 3 Jahre gut im Finanzministerium bei Wolfgang Schäuble. Richtig, das gab es ja auch noch. Wenn Sie 16 Jahre und vielleicht sogar die Zeit davor, also Eintritt und kommunalpolitische Erfahrung, wenn Sie alles zusammen betrachten, was würden Sie sagen, war die beste politische Entscheidung, die Sie hier getroffen haben? Die beste politische Entscheidung, also die beste für mein Leben sozusagen und für mein Engagement war, überhaupt zu kandidieren. Wir haben damals, habe ich übrigens auch letztes Jahr wieder häufig gehört, damals immer viele gesagt, als ich sagte, ich möchte für den Bundestag mich bewerben in der Partei, du bist doch noch so jung und du kannst doch in 10 Jahren noch und wart doch erstmal ab. Und da habe ich immer gesagt, wer kann mir denn sagen, was in 10 Jahren ist? Ich weiß das nicht. Jetzt ist die Chance da. Das war also eine besondere Konstellation daheim, dass der Wahlkreis neu zu besetzen war. Und ich habe jetzt ist eine Chance da und jetzt möchte ich diese Chance nutzen. Und im Nachhinein war die beste Entscheidung, diese Chance auch tatsächlich genutzt zu haben. Sonst wäre ich möglicherweise nie wieder tatsächlich so in die Politik gegangen und gekommen. Das hört sich extrem einfach an, aber da steckt eine Menge harter Arbeit auch dahinter, viel Engagement und viel Leidenschaft. Und auch Gegenwind, also es ist ja nicht so, es ist das auch okay, ich bin ja für Wettbewerb, es gab ja Mitbewerber, war nicht der einzige Kandidat, das habe ich häufiger erlebt, manches auch mal auch mit einer Stimme Mehrheit, manche Abstimmung gewonnen, aber ich finde, das gehört dazu, also zur Politik, zur Demokratie, zum politischen Wettbewerb gehört eben auch der Umstand, dass mehr als ein Kandidat da ist und das sind dann auch schon aber Zeiten, rede ich jetzt hier so einfach drüber, sind schon Zeiten, das ist dann auch mit Anspannung verbunden. Man sagt, ein gutes Pferd springt knapp, eine Stimmenmehrheit, das passt gut. Meine Damen und Herren, wir machen eine kurze Pause und machen gleich weiter.